Wir haben lange darauf gewartet, auf diesen Moment, hatten ein unglaubliches Abenteuer und jetzt ist es endlich soweit. 100% Dark Souls 1. Wir schreiten zum Sonnenlichtaltar und sagen Medaille Nummer 1. Medaille Nummer 2. Medaille Nummer 3. Medaille Nummer 4. Medaille Nummer 5. Die letzten 5 Medaillen, um die 100% abzuschließen. Medaille Nummer 6. Medaille Nummer 7. Medaille Nummer 8. Medaille Nummer 9. Und die letzte Medaille incoming. Rechts unten wird es gleich passieren. Die letzten 2 Steam Achievements. Die letzten Wunder und die 100%. Mit Sonnenlichtmedaille Nummer 10. Wunder Nummer 1. Seele des Fürsten darbieten. Und 100% Praise the Sun! Yeah! Yes! We did it! Praise the Sun! Oh. Woo! Fuck yeah! Dafür haben wir unser Emote. Praise the Sun! Yes! Geil! Es ist geschafft! Es ist geschafft! Boom! Oh, ist das geil! Nach 83 Stunden, 59 Minuten und 16 Sekunden. 19 Sekunden. Und ich habe sehr langsam, gemütlich gespielt, denn ich wollte Dark Souls genießen und das habe ich getan. Und jetzt, boom, werfen wir einen Blick auf Steam. Und alle Achievements sind freigeschaltet. Herzlichen Glückwunsch. Yes. Jawoll. Geil. Und das gucken wir doch gleich mal ins Profil. Und damit ist es das 5. Spiel, das ich zu 100% auf Steam gespielt habe. Nice. Und wir gucken mal, wie viel aller Steam-Nutzer das geschafft haben. 1,3%! Alter, nur? Nur 1,3% aller Steam-Nutzer haben das geschafft? Ich bin ein klitzeklein wenig stolz auf mich. Und das, ach, das ist einfach ein Traum. Leute, hier, das ist der Traum. Das ist quasi der Dream. Das ist der Dream. Geht das hier nicht so? Warte. Warte. Das ist der Dream. Und jetzt gönnt euch. Wartet. Das ist mein Abschlussbild von Dark Souls 1 quasi. Oh, gönnt euch. Praise the Sun. Yes.